Ja, ein herzliches Dankeschön an diese hübschen jungen Mädels. Das war die wahre Infrastkarte. Zum ersten Mal haben sich diese Jungs ein Herz gefasst und gegeben, was sie einfach konnten. Vielen Dank an die Einstudierenden. Ich denke mal, die Familie Schmidt, die Herr Bisselmitt, verantwortlich. Dankeschön. Rosi, willst du das Mikrofon oder bist du noch außer Pusche? Zugabe. Ah! Ey! Die sind noch frisch. Wollt ihr sie noch mal? Also, vor dem großen Finale, nach den letzten Dehnübungen, eine Zugabe der wahren Elfrasgarde vom Eros. Eros muss erwähnt werden. Elfrat der Stadt Osterburgen. Viel Spaß! Es war wunderbar, mit euch zu feiern. Die Faschnacht in Borga hat immer noch ihren Wert. Wir haben sehr viele Tanzgruppen. Das Finale war natürlich die Uraufführung vom Elferrat. Das war keine, Entschuldigung, Verarschung unserer Tanzgarten, weil die machen ihre Sache echt super. Wir wollten nur noch einen draufsetzen, wir Männer. Ne? Okay, in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen. Ein herzliches Dankeschön und denken Sie daran, ein Tag ohne Lachen ist ein verschenkter Tag. Und der Rossi darf nochmal zu Wort kommen. Ich bin jetzt zwar ein bisschen außer Puste, gell? Aber ich möchte gern unserer Trainerin danken, der Mathilda Schmidt. Und dann möchte ich noch gern die Trainerinnen der Garde auf die Bühne bitten, wenn die noch im Hause sind. Aber wenn sie nicht im Zug nach Höpfe hocken. Ich kriege jetzt noch ein kleines Blumenpräsent.
Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ihr wart heute ein super Publikum. Es ist zwar ein bisschen länger gegangen wie sonst, gell? Aber ihr solltet jetzt riechen vor euer Geld, ne? Und jetzt ein letztes Mal. Auf die Borgen, man fasst nach ein dreifach kräftiges Borgen.